Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play The Bridge. Ja, ich bin das letzte Mal ja nicht ganz fertig geworden mit dem Level. Es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich gespielt habe. Aber ich habe so ein bisschen eine Idee gehabt. Kann jetzt aber überhaupt nicht versprechen, ob ich die hier umsetzen kann. Irgendwie ist mein Mikro heute so laut, oder? Irgendwie ist hier was komisch. Egal, der Winkel wird geladen. Und da ist doch schon wieder die Musik, die wir überhaupt noch nicht kennen. Klick Enter, um fortzufahren. Ist das nicht Klicke? Egal. Klicke Enter, nee, ist schon richtig. So. Und zwar, mich hat ja immer genervt, dass ich von da oben so komisch runtergefallen bin. Und eigentlich müsste ich dahin, wo die liebe Kugel jetzt ist. Nein. Ja, ist ein bisschen Friemelarbeit hier. Komm. Ich meine, die Welt auch nicht schneller drehen kann. Ach, vielleicht kann ich auch erstmal die Kugel da wegholen. Ja, ach, genau. So wird ein Schuh draus. Ach, verdammt. Ja. Und ich dachte immer, man kann von da, wo die Kugel jetzt liegt, ich habe schon mit dem Finger drauf gezeigt, ganz schlau, zu der Tür, aber das hat ja nicht geklappt. Also müsste theoretisch die Kugel jetzt... Aha. Ja, manchmal ist es gut, wenn man doch eine Nacht drüber schläft oder wie ich jetzt einfach mal so 14 Nächte. Dann kriegt man das auch raus. Mensch, war doch gar nicht so schwer. Oh, Kapitel 1 vervollständigt. Errungenschaft freigeschaltet. Ich habe endlich jemanden gefunden, der meine Liebe zur geheimnisvollen Mathematik teilt. Nun wollen wir an einigen meiner Ideen arbeiten. Mit seiner Hilfe könnten meine Träume wahr werden. Mhm. So. Aha. Ich studiere übrigens Germanistik, deshalb dreht sich gerade bei mir vieles im Magen um. Sehr, sehr viel. Mein Zuhause wird geladen. So. Die Welt ist ein viel größerer Ort, wenn jede Wand ein Fußboden ist. Aha. Der Satz ist gar nicht so schlau, wie man denkt. Ja, okay. Bisschen umständlich. Ich habe da auch immer so ein Loch in der Decke, damit ich in meinen ersten, hier in die Etage höher komme. Oh Mann. So. Kapitel 2 wird geladen. Aha, und da haben wir die beiden schon wieder und da sehen wir schon, da ist irgendwas anderes. Wie gesagt, ich kenne das Spiel ja nicht. Der Strudel. Das Einzige, was ich weiß, ich hatte mal in ein Let's Play reingeguckt, ist, dass hier ein Strudel vorkommt. Überraschenderweise. Wer hätte das gedacht? Und wenn wir in den Strudel fallen, das mache ich gleich mal. Na. Wuhuhu. Der Strudel steht übrigens nochmal. Ja, und hier komme ich nicht mehr raus. Ich drücke gerade wie bekloppt auf meine Tasten. Aber mir wird schon mal wieder gesagt, Dürken. Oh. Dürken und halten Space. Und ich frage mich... Okay, ich würde mal sagen, was einmal im Strudel ist, das ist immer im Strudel. Ich bin mir gerade selber nicht ganz schlüssig, was ich gerade probiere. Ach doch, ja, klar.
So. Auch das war nicht so schwer. Der Abgrund. Und auch wir haben wieder einen Strudel. Ach so. Ach, das ist auch immer so ein Klassiker hier. Der Strudel scheint manchmal da zu sein und manchmal nicht. Okay. So funktioniert das nicht. Das wäre jetzt das Naheliegendste für mich. Und so falle ich den Abgrund runter. Und dort stürzte ich irgendwas unendlich. Irgendwas. War ich gerade zu flink hier. Na, aber wenn der Strudel ab und zu weggeht? Aha. Okay, das war jetzt auch nicht so schwer. 2, 3. Der Löwe wird geladen. Wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, ich finde, das Spiel könnte ein bisschen mehr mit einem selbst interagieren. Der Löwe. Wo ist denn hier ein... Ach, okay. Was macht das Teil hier? Kann man da drauf drücken? Das ist der Strudel-An- und Ausmachknopf. Ach so, ja, okay. Ja, verdammt. Ach, manchmal ist die Steuerung doch ein bisschen hakelig. Nicht, dass ihr... Okay, machen wir das mal anders. So bin ich tot. Mache ich mal einen Komplett-Reset, weil ich vergessen habe, wie die Kugel am Anfang da war. Die Kugel muss natürlich auf das... Die Kugel muss natürlich den Knopf darunter drücken. Was sonst? Sehr schlau. Blöde, ich kann den Knopf nicht so drücken. Und meine letzte Erinnerung war die von Schmerz, das kennen wir schon. Ich hoffe, das hängt jetzt wirklich nicht damit zusammen, dass man hier Millimeter genau das hier machen muss, weil das ist echt ein bisschen... Es muss nicht sein. Guck mal, da ist mein... Ja, jetzt habe ich genau die... jetzt kann man nämlich nicht mehr zurücklaufen. Das nervt schon ganz schön. So, hier kann ich noch laufen. Ja, aber da kipp ich ja die Kugel noch lange nicht. Ja, und jetzt bin ich wieder runter. Sieht mir nach einem klassischen Denkfehler aus. Ah ja, okay, da war ja was. Hm.
Ah. Ach Mann. Spiel, du verarschst mich. Ach je. Ja, cool. Wäre auch das geschafft. Ich kann heute leider keine so lange Session machen hier. Mal gucken, ob das so zwei Parts werden oder nur einer. Die Pfeiler. Mich nervt ja ein bisschen, dass manchmal da Klick Enter und manchmal steht Drücken. Ja, ist egal. Aber das stört nur mich. So, das sieht schon wieder total abgefahren aus. Okay. Gucken wir erstmal, was wir so machen können. Hier komme ich nicht in den Strudel rein. Okay. Frag mich, ob ich dann hier, wenn ich das kippe, jetzt auf diese Schiene da komme. Nee. Falls ihr euch fragt, was ich hier gerade mache. Ich habe keine Ahnung. Den Sinn darin, den Strudel hier auszumachen, habe ich jetzt auch noch nicht ganz gefunden, aber... Ach so. Womit wir wieder am Anfang wären. Okay. Ich beginne zu verstehen. Ja, ist ja gut. Ich wollte da gar nicht rein. Ach ja, und ihr müsst wissen, hier meine Augen sind hier gestern ganz groß geworden, da ich gesehen habe, dass gerade hier Indie Sale ist bei Steam. Ja, ich glaube, so funktioniert das nicht hier. Und habe mir ganz viele schöne Spiele geholt. Ich würde ja auch wahnsinnig gerne Binding of Isaac Let's Playen, aber erstens habe ich da noch Probleme mit Fraps und zweitens leckt das Spiel bei mir. Ist ja ein Flash-Spiel, was mich wirklich ärgert. So, wir sind hier wieder bei Null. Sind immer noch bei The Bridge und ich stelle mich hier schon wieder ganz schlau an. Ich nehme mir auch keine Zeit, hier immer mal nachzudenken. Ist natürlich echt blöd, sich in der Welt zu bewegen, die nach unseren Gesetzen der Logik gar nicht so existieren kann. Wenn ihr versteht, was ich meine. Vielleicht sollte ich mal den Schlüssel hier aufstrudeln, so. Weil dann müsste der jetzt eigentlich zu mir fallen. Bingo. Ja, das dürfte jetzt nicht mehr so schwierig sein. Könnt ihr mal sehen. Und da würde ich dann auch an dieser Stelle den Part beenden. Oder mal gucken. Das Mausoleum 2.5. Die 5 sind immer so die. Oder gab es 6? Ich glaube, es gab 6 Level, oder? Ich weiß es nicht. Ich stehe neben einem Ball. Und ich ahne, wie das funktionieren soll. Ja, jetzt habe ich doch wieder angefangen. Naja, mache ich halt einen längeren Part und dafür nur einen heute. Oder so in der Art nicht. Ja, okay. Wäre cool, wenn die Kugel ich wäre und... Okay, wenn die Kugel einmal da drin ist, dann kommt sie nicht mehr raus. Ach so, jetzt weiß ich, was mein Fehler war.
Die haben das ja umsonst nicht so gebaut. Genau. Jetzt muss ich nämlich da in den Strudel wandern. Oh! Doch nicht so einfach, wie ich dachte. Und wenn wir das so rum machen, immer gucken, dass die Kugel da unten nicht rausrollt. Ja, so. Jetzt muss ich in den Strudel fallen. So, werde ich erstmal safe. Und jetzt muss ich die Kugel auf den Knopf bringen. Legen vielmehr. Ja, cool, oder? Hat doch geklappt und fertig ist der Lack. Was steht da? Wie war das? 1500? 700? 1700? Oder waren die CSU? Oh, jetzt Gott. Alles vergessen. Steht da 1727? Ich bin gerade unsicher. Die Gedenkstätte. Und irgendwie sollten die mal zum Augenarzt gehen, die Leute hier. Mann. Und wie du wieder aussiehst. Löcher in den Augen. So, okay, die Gedenkstätte. Da unten ist der Schlüssel. Der hängt da so fröhlich. Da ist die Kugel. Jetzt haben wir alles hier miteinander kombiniert. Und da probiere ich erstmal. Jetzt fliege ich wahrscheinlich ins Nirvana. Ha? Nö. Oh. Das Blöde ist, als die Bedrohung verschwindet, bin auch ich zurückgelassen, eingeschlossen auf diesem Gebilde. Ja, das stimmt. Ich brauche die Kugel noch. Also sperren wir die Kugel erstmal im Strudel ein. Strudel ein. Nein. Ja, okay, den Schlüssel hatte ich, aber ich war auch mehr oder weniger tot. Ein Tausch, der mir nicht viel bringt. Mist. Würde jetzt ungern abbrechen, weil ich gerade recht weit hier bin. Warum stelle ich mich gerade so blöd an, was den Schlüssel da angeht? Hallo, ich würde gerne springen können. Nein. Untersteh dich. Okay, ich muss mal kurz hier, so. Hierhin zurück. Und wäre natürlich cool, wenn der Schlüssel jetzt drücke ich aber gleich wieder aus Versehen auf den Knopf. Der Schlüssel. Und der Knopf. Warum funktioniert das hier eigentlich nicht? So um die Ecke zu laufen. Viele Fragen. Antworten hat keinen Sinn. Ich
weiß wieder nicht, ob das hier so ein Geschicklichkeitsding ist. Nee, ist es nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Darauf ist das Spiel ja auch nicht ausgelegt und so langsam reicht das hier eigentlich auch. Ach so, oh nee, oder? Ich bin auch... Manchmal stelle ich mich an hier. So, die einzige Möglichkeit ist jetzt für mich, hier den Knopf zu drücken. Jetzt muss ich natürlich wieder zurückdenken. Jetzt muss natürlich die... Ja, ich verschwinde mal im Strudel. Jetzt muss ich das einfach flink drehen hier. Und dann ist auch dieses Kapitel gelöst. Und ich kann endlich mal Stopp drücken hier. Hui. Sehr schön. Und damit verschwinden wir in der Tür. Kapitel 2 vervollständigt. Warum auch immer das groß geschrieben wird. Errungenschaft freigeschaltet. Wissenschaftler, Wissenschaftlerin. Mhm. Wie Kinder mit einer bodenlosen Spielkiste forschen wir. Nur von unserer Fantasie beschränkt. Wir verwerfen alte Theorien, erfinden neue, jenseits der Möglichkeiten. Unsere eigene Welt. Mein Home. Mein Jinglish. Meine übertrieben verwendeten Anglizismen. So, zwischen dem Unmöglichen zu wandern ist leichter, als es scheint. Der Satz ist nicht halb so schlau, wie er klingt. So, guck mal, ich bin ein Gemälde. So, ich wollte ja Pause drücken. Ich bin ein bisschen erschrocken. Hier gibt es hier nur 3 Kapitel. Ich hoffe doch nicht, oder? Wir machen das nächste Mal weiter in der 3. schönen Tür dort. Ja, ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis bald. Macht's denn mal gut.